Und wir haben da direkt eine sehr spannende Frage. Und zwar, warum muss Jesus der einzige Weg zu einem erfüllten Leben sein? Also, ich glaube, dass du hast es so schön vorhin beschrieben, wie du auf die Frage vorhin geantwortet hast von dem Wilkugelwurm, dass wir diese Fragen haben und diese Sehnsüchte haben. Und ich finde, da hat C.S. Lewis mal so ein extrem cooles Beispiel gebracht, wo er gesagt hat, okay, wir sehen, dass Menschen gewisse Sehnsüchte haben. Also Menschen eigentlich immer sind religiös, sind eigentlich Menschen immer religiös gewesen. Also das Buddhismus war oder Naturreligionen oder das Judentum oder die verschiedensten Religionen. Menschen sind immer religiös gewesen. Und selbst wenn wir heute oft säkular sind und sehr wenig mit Religionen im klassischen Sinne anfangen, ist es doch so, dass viele von uns sehr, sehr tiefe Sehnsüchte haben und da irgendwo so ein religiöses Gefühl ist, ein religiöser Anspruch ist, den Menschen haben. Und was wir im Christentum sehen, ist, dass Jesus quasi die Erfüllung dieser Sehnsüchte ist. Also egal, in welche Religion du schaust, ist es immer ein Suchen, immer eine Sehnsucht, die dann doch am Ende des Tages von dir selbst abhängt und dass du selbst irgendwie es schaffst. Und wir merken, dass wir so gebrochen sind, dass wir das nicht selber lösen können. Und in Jesus finden wir, dass Gott zu uns kommt und diese Sehnsüchte stillt, diese Sehnsüchte löst. Also, du hast das so irgendwie gesagt gehabt, dass Gott zu uns kommt und das macht so einen riesen Unterschied. Also, wenn ich jetzt für den Buddhismus anschaue, sehe, was für Weisheit im Buddhismus steckt und diese Sehnsucht nach innerem Frieden, aber wo du immer quasi dafür arbeiten musst und das immer quasi wie eine Karotte ist, die vor dir hängen bleibt. Und dann kommt Jesus und gibt uns diesen Frieden und wir erleben diesen Frieden durch Jesus. Oder wenn wir uns anschauen, den Islam und diese Sehnsucht nach klaren Strukturen und Regeln. Und dann kommt Jesus und lebt uns diese Regeln vor in Christus und ist mit uns unterwegs und sagt, komm, folg mir nach, lebst das nach. Das macht für mich, also du hast immer Sehnsüchte und in Jesus, da finden wir diese Vollendung. Also ein Theologe, den ich extrem schätze, ein Holländischer, hat einmal gesagt, was quasi in allen Religionen so ein bisschen ein Schatten ist, der im Dunkeln sucht, findet in Jesus das Licht und die volle Erfüllung. Und das macht für mich einfach das Christentum einzigartig, eben diese unglaubliche Geschichte, weil einfach in ihm dort diese Vollendung ist. Wir sehen das. Ja, wir sehen diese Vollendung. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ja, ich finde es spannend, was du gesagt hast über die Sehnsüchte, gerade die wir als Menschen haben. Und ich finde, wo wir doch immer wieder merken, auch, dass wir ein bisschen auf die Schnauze fallen, so eben, wenn wir versuchen, so irgendwie diese Erfüllung zu finden, in dem, was rund um uns herum ist. Zum Beispiel, ja, dass wir eine Sehnsucht danach haben, geliebt zu werden, zum Beispiel, oder dass uns jemand wirklich kennt, oder diese Sehnsucht, ja, dass irgendwie unser Dasein von Bedeutung ist, dass wir was Sinnvolles mit unserem Leben irgendwo anfangen. Und manchmal versuchen wir das dann irgendwie zu kriegen, zum Beispiel. Entweder wir haben das Gefühl, wir müssen das selber verwirklichen, das heißt, ich muss mein Leben irgendwie bedeutsam machen und ich muss was aus mir machen und es muss immer, ja, es muss erfolgreich sein und auch irgendwo, man strebt immer nach mehr. Und wenn das dann mal nicht gelingt, dann wackelt dieser Sinn dann ziemlich. Oder auch, ja, wenn wir Dinge haben, wie zum Beispiel Beziehungen, ja, manchmal, glaube ich, versuchen wir auch eben gerade zum Beispiel in unseren romantischen Partnern einfach so, versuchen, dass diese Sehnsucht gestillt wird, jemand, der immer zu dir steht, jemand, der mit deinen Fehlern noch umgehen kann und jemand, von dem, wo du dich wertgeschätzt fühlst. Und wenn das alles abhängt so von einer Person, dann ist das, glaube ich, auch ziemlicher Druck und ziemlicher Stress, den so ein anderer Mensch auch nicht ganz voll erfüllen kann. Von dem habe ich gemerkt, dass es einfach, ja, wie du sagst, dass das irgendwie Dinge sind, die letztendlich nur Jesus wirklich ja, ausfüllen kann in uns. Und das heißt überhaupt nicht, dass diese anderen Dinge irgendwie jetzt schlecht werden oder nicht gut. Ich glaube, es sind voll gute Dinge. Also gerade eben gute Beziehungen, das ist was, das wir als Menschen voll brauchen. Und auch, dass wir was irgendwie Sinnvolles mit unserem Leben machen. Zum Beispiel, dass wir eben eine Arbeit, einen Beruf haben, irgendwie der uns was bedeutet. Aber ich glaube, es werden dann so Dinge, die einfach, ja, die gut sind und die wir wertschätzen können, über die wir uns freuen können. Aber wir müssen, selbst wenn dann mal was nicht gelingt, oder wenn wir unseren Job verlieren, wenn wir Familie, wenn wir Menschen verlieren, die uns ganz wichtig sind, dass dann trotzdem dieser Sinn und diese Erfüllung nicht ganz zusammenbrechen muss, weil sie in was Beständigem liegt. Was man
Voll, also ich bin 100, ich meine, wir haben eben jetzt mehr oder weniger dieselbe Meinung gehabt. Was ich halt da auch noch so wichtig finde, ist, dass wir, also auch zu sagen, eine der Sehnsüchte, die wir haben, also es ist nicht, also es gibt ja diese berühmte Religionskritik, dass Religion im Grunde genommen halt sowas wie, also Gott ist halt so dieser Übervater, der sich halt ausdenkt, wenn man im Dunkeln keine Angst hat. Und eine dieser Sehnsüchte, die wir aber haben, ist nach Wahrheit. Und ich glaube, was das Christentum für mich auch einzigartig macht, ist, dass Wahrheit überprüfbar ist im Christentum. Also ich jetzt, wenn ich jetzt andere Glaubensansichten hernehme, also ob der Buddha jetzt erleuchtet war oder nicht, das kann stimmen oder auch nicht. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht überprüfen. Also es gibt ja keinen, nicht für den Corona-Test, dass ich jetzt, weiß nicht, in der Nase rumfahre und dann schaue, ist der jetzt erleuchtet oder nicht, was kommt da raus, rot oder grün, das kann ich ja nicht machen. Das kann ich bei keiner Religion machen. Aber im Christentum habe ich den, als Jesus, als historische Person, ich habe die Auferstehung als einen historischen Event, wo ich selbst meine Sehnsucht nach Wahrheit, also es ist ja gerade in unserer Fake-News-Welt oft so, zu sagen, hey, wer ist jetzt nur jemand, der was mir verkaufen will und wer hat echt eine Wahrheit. Auch diese Sehnsucht nach Wahrheit wird in Jesus gestillt. Also das finde ich ja dann auch nochmal richtig cool, also dass auch diese Dimension abgedeckt ist. Ja, voll spannend. Ja. Kann ich euch eine vielleicht, ich weiß nicht, challenging Nachfrage dazu mal stellen? An die Theresa. Also ich war, weiß ich gar nicht, vor ein paar Monaten mal im Zug unterwegs, auf dem Weg von Wien nach Basel oder dann nach Deutschland. Und da bin ich in ein richtig cooles Gespräch gekommen mit einem Mann, der ist ursprünglich aus Indien. Und ich habe, wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen über den Glauben auch, und ich habe ihm erzählt, wie ich persönlich Gott erlebe und wie viel Freude das mir gibt und so. Und er hat dann so erzählt, ja, das erinnert mich an meine Großmutter, die hatte so einen lebendigen Glauben, aber sie war halt Hinduist. Und das fand ich interessant, weil er hat so dieses Leben, das ich kenne aus meinem Glauben, erkannt, aber von einer anderen Religion. Und was würdet ihr jetzt zum Beispiel zu einer Person sagen, die sagt, hey, ich habe aber volle Erfüllung in dem Glauben, das ich habe? Also es ist vielleicht interessant, also ich glaube, das passt vielleicht zu dem, was du davor gesagt hast, dass vielleicht also der Aspekt der Wahrheit da dann auch richtig wichtig ist. Genau, aber wie würdet ihr so damit umgehen, wenn ihr so zu einer Person da redet? Ja, also ich denke, grundsätzlich glaube ich, wir sollten Gott nicht zu sehr in eine Box zwängen und ihm irgendwie auch, vorschreiben, wo er wirken kann und wo nicht. Also ich glaube, Gott übersteigt uns auch. Und ich glaube auch, eben Menschen haben diese Sehnsucht oft oder erleben diese Sehnsucht. Und ich glaube, ich kenne das auch. Ich habe auch bekannte Leute in meiner Familie und so weiter, wo ich, die jetzt nicht Christen sind, aber wo ich sage, hey, die haben wirklich, die sind auch wirklich auf der Suche und haben eine Liebe zu dem, wer Gott für sie ist. Ich bin der Überzeugung, dass Gott das auch also sieht und voll wertschätzt. Es können auch gute Sachen kommen, also aus den verschiedenen Traditionen. Also so, dass es eine gute Idee ist, sich gegenseitig zu lieben. Ich glaube, das ist nicht nur dem Christentum eingefallen. So zum Beispiel. Ähnlich wie es der Gernot gesagt hat, dieses, dass wir Gott so direkt erleben können, auch so, also gerade in Jesus, so von Angesicht zu Angesicht, ist einfach ein cooles Plus, das dann irgendwie nicht so ganz zu ersetzen ist und das voll auch auf eine ganz neue Dimension hebt. Aber es wäre spannend zu hören, was du darüber denkst, Gernot. Ich gebe dir natürlich recht, dass ich glaube, dass Gott den, also ich glaube, als Christen sind wir davon überzeugt, dass ja Gott den Menschen seinem Ebenbild gemacht hat. Also dass Gott von sich etwas in alle Menschen reingelegt hat und dass in allen Menschen etwas von Gott sichtbar wird, dass alle Menschen diese Sehnsucht haben. Das heißt, das ist ja nicht per se was Böses, wenn wer anderes hat. Und auf der anderen Seite glaube ich, das Christentum macht halt zwei sehr spannende Ansprüche. Auf der einen Seite, so wie du sagst, also Gott wirkt überall, Gott ist in allen Menschen. Es gibt eine ganz, ganz spannende Szene in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wo Paulus sagt, hey, Gott ist keinem Menschen fern. Und wo er quasi einen heidnischen Autoren zitiert und sagt, hey, das, was der gesagt hat, das stimmt ja auf eine gewisse Art und Weise. Aber halt nicht ganz, weil Jesus ist halt mehr. Und ich finde, das ist halt auch etwas, was dann das Christentum auf der anderen Seite aussieht, dass man sagt,
Aber Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil halt in ihm die Wahrheit Vollendung findet. Weil alle anderen Versuche sind menschliche Versuche, wo wir ein bisschen was von Gott haben, ein bisschen was von uns haben und ein bisschen was versuchen, uns zusammenzurühren. Also ich habe mich ganz viel mit dem Buddhismus beschäftigt und ich finde, der Buddhismus hat so viele wahre Ansätze am Ende des Tages. Also der Buddha ist für mich wahrscheinlich einer der schlauesten Menschen, die je gelebt haben. Aber er ist halt einer der schlauesten Menschen, die je gelebt haben. Er hat ganz, ganz viel Weisheit. Aber es bleibt halt dann, es ist ein Mensch am Ende des Tages. Und in Christus wird Gott Mensch. Wir begegnen Gott und wir sehen noch so viel mehr als nur weise Ratschläge. Also für mich der Kern des Christentums ist gute Nachricht. Also alle anderen Religionen sind irgendwie so gute Ratschläge. Aber das, was in der Realität passiert, das ist nicht so ein, okay, jetzt probier mal diesen achtfachen Weg und da wirst du ein bisschen mehr Frieden finden oder probier mal Gottes Erfahrungen in diesen Religionen, sondern es ist, da ist wirklich Gott uns von Angesicht zu Angesicht begegnet. Da ist etwas passiert in Raum und Zeit und Gott ist tatsächlich für uns gestorben, tatsächlich auferstanden und das ist einzigartig, das kann keine andere Religion, das kann kein anderer Glaube uns geben. Also es ist beide Sachen sind wahr im Christentum, irgendwo in allen Religionen ist gewisse Wahrheit und Weisheit zu finden. Aber die Wahrheit, die Weisheit, die finden wir nur in Jesus allein. Wir hoffen, diese Antwort hat dir weitergeholfen. Hinterlass uns doch deine Gedanken dazu in den Kommentaren. Wenn du das vollständige Video ansehen möchtest, findest du den Link in der Beschreibungsbox. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like dieses Video doch und abonniere diesen Kanal, damit auch andere diese Inhalte finden können. Schick uns gerne auch deine persönlichen Fragen per Instagram. Wir freuen uns, mit dir ins Gespräch zu kommen. Profundum ist Teil von Campus für Christus, ein spendenfinanziertes Projekt, das sich mit dem christlichen Glauben und seiner Tiefe, Höhe und Weite auseinandersetzt. Wenn du Videos wie diese und die Arbeit von Profundum möglich machen möchtest, dann findest du unten in der Beschreibungsbox die Details dazu. Bis zum nächsten Mal.